einen leeren Raum sprechen müssen, aber ich muss sagen, ihr habt euch gut gehalten. Also wenn ich so in die Gesichter gucke, ihr seht echt noch sehr fit aus. Ja, ich darf hier reden, weil ich ganz viele Bücher geschrieben habe zum Thema Führung und Gesundheit. Ich habe die draußen hingelegt und den Fehler begangen, dass ich nicht so einen Button drauf gemacht habe. Ansichtsexemplare, die sind alle weg. Aber naja, ich habe euch wieder eine neue Karte mitgebracht. Da findet ihr dann auch nochmal die Website drauf, sodass euch keine Informationen verloren gehen. Wenn man sich mit dem Thema gesund führen beschäftigt, dann ist man ganz schnell auch beim Thema Fehlzeiten. Und wir haben gerade wunderbar gehört, deshalb kann ich das an der Stelle jetzt kurz machen, dass es da eine Entwicklung gab. Wie war es früher, wie ist es heute? Eine Entwicklung von, hab ich dich, du Blaumacher, du warst doch gar nicht krank, erzähl mal, was wirklich los war, hin zu, ups, sie sehen ein bisschen verändert aus, das fällt mir auf, was ist denn los? Also hin zum Kümmerer. Und ich möchte euch zeigen, wie das Unternehmen Rasselstein, das ist eine Tochter von ThyssenKrupp, diese Veränderung geschafft hat. Also Führungskräfte dahin zu verführen, vom Blaumacher-Entwerfer sich zu entwickeln hin zum Kümmerer. Und was euch, denke ich mal, am meisten interessiert, das ist der letzte Punkt, erkennt man dann an dem weißen Kreis, packt alles für Personal und Betriebsräte, habe ich das genannt, wie könnt ihr selber das schaffen, vielleicht die Führungskräfte in eurem Unternehmen auf ähnliche Weise zu verführen, zu so einer Kümmerhaltung, wie könnt ihr die vielleicht umpolen. Ich habe da nicht den Zaubertrick gefunden oder den Geheimknopf, den man drücken könnte, muss ich direkt dazu sagen, aber vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen. Wir haben gerade schon gehört, früher hat man auf die Absentisten geguckt, da sind hier in diesem Bild die kleinen orangenen Kreise. Dann hat man geguckt, okay, das reicht nicht, das ist auch nicht menschenfreundlich genug, machen wir es andersrum, wie kann man denn hier diese blauen Männchen, deren Anzahl erhöhen, also Anwesenheit hat man den Fokus genommen und heute ist man noch einen Schritt weiter. Heute sagt man, man muss die ganze Uhr, dieses ganze Thema Arbeitsfähigkeit, und da gehören alle Leute zu, in den Blick nehmen und dazu gehört dieses sich kümmern. Das hat auch Konsequenzen für das, was man an Maßnahmen ergriffen hat, ich lasse es warum? Beziehungsweise, ich glaube, Sie werden das nicht brauchen, aber Sie können das gerne weitergeben. Nämlich, ja, der mag mich nicht, ich glaube, so jetzt. Ne, dass man dann gesagt hat, Attestpflicht ab dem ersten Tag müsste jetzt sein. Oder Blaumacher Entlarvungsversuch haben wir ja gerade schon gehört. Da haben wir festgestellt, das bringt es nicht. Auch die Attestpflicht ab dem ersten Tag geht eher nach hinten los. Dieser blaue Ansatz, sich um die Anwesenden zu kümmern, schon etwas menschenfreundlicher. Da gab es dann zum Beispiel Anwesenheitsprämien, dass man gesagt hat, oh super, du warst nur 2 Tage krank. Du darfst es mit dem Niederlassungsleiter frühstücken. Wenn das ein netter Kerl war, hatte das wirklich einen Belohnungscharakter. Wenn nicht, dann saß er am Ende dann noch allein. Also das war auch ganz unterschiedlich, da könnte man auch keine Garantie für geben. Oder sehr begehrt man halt auch so Douglas-Gutscheine oder Essensgutscheine oder ähnliches. Heute geht es ja um die ganze Uhr und dazu brauchen wir erst einmal 4 Erkenntnisse, sage ich mal, die man den Führungskräften vermitteln muss, wie man das tun kann, möchte ich ja gleich vorstellen. Die 4 Erkenntnisse, das ist die erste, gesund und krank sind keine Gegensätze, sondern da gibt es einen ganz großen Graubereich zwischen. Es handelt sich um ein Kontinuum auf einer Skala und in diesem Graubereich fällt auch die Bettkantenentscheidung. Reicht mein Kater, um zu Hause zu bleiben oder hätte ich vielleicht doch Lust zur Arbeit zu gehen? Und da habe ich sehr wohl Einfluss als Führungskraft. Wenn ich aber als Führungskraft denke, na, entweder 100% gesund oder 100% krank, dann habe ich wahrscheinlich in meinem Team auch Mitarbeiter, die sagen, ich habe mich da so ein bisschen in den kleinen Finger geschnitten, ich kann ja jetzt nicht tippen, also kann ich nicht kommen. So was gibt es, das gibt es auch noch heute. Das gibt es im produzierenden Gewerbe genauso wie in Behörden und Verwaltung. 2. These, wer da ist, der ist nicht automatisch fit. Stichwort Präsentismus, brauche ich euch nicht zu erzählen, kennt ihr. Ist aber noch nicht in allen Führungskräfteköpfen drin. Aber je älter wir werden, desto mehr müssen Führungskräfte sich auch damit anfreunden, halbfitte Leute für sich arbeiten zu lassen und trotzdem gute Ergebnisse zu erzielen. Gesundheit ist mehr als nur der Körper. Die Psyche gehört dazu, das merken wir, weil auch da psychische Erkrankungen zunehmen. Auch darum müssen sich Führungskräfte kümmern. Und zwar letzten Endes müssen sie sich kümmern als Überschrift, von vorne bis hinten. Soll nicht heißen, dass ihre Leute pampern. Vorne bis hinten meint jetzt hier von vor der Erkrankung bis nach der Erkrankung, wenn der Mensch wieder da ist.
von der Prävention, wo ich das Signal geben muss, Gesundheit ist mehr als die Organe und du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin bist auch selber verantwortlich, über Therapie, Genesung, wo ich signalisieren sollte, und zwar das auch authentisch rüberbringen sollte. Wir sind dran an dir, wir brauchen dich, du bist uns wichtig. Über Wiedereingliederung, wir nehmen Rücksicht, bis hin zur Rückfallprävention, wir brauchen dich gesund und da hast du selber auch erfahren. Knapp gesagt, es geht um nichts anderes als miteinander reden. Aber es geht nicht darum gehen, dass man Gespräche übt. Also das kann man vielleicht auch, aber vorher muss man noch was anderes machen. Es ist schon so, dass sich die Gespräche der Führungskräfte im Rahmen der Kulturwandel auch verändern, aber primär muss sich die Haltung der Führungskraft ändern. Denn wenn die Führungskraft denkt, du bist doch ein Blaumacher, du tötest mir doch auf der Nase rum, dann ist das auch nichts mehr beizubringen, wie sie sich wertschätzen im Gespräch verhalten kann. Das wird immer unauthentisch wirken. Die Führungskraft muss kapieren, ich bin nichts ohne meine Leute, meine Mitarbeitenden sind mir wichtig. Also diese Veränderung vom Blaumacherjäger zum Kümmerer, die hat das Unternehmen Rasselstein geschafft. Und als ich Marianne das vorgestellt habe, dieses Thema, da sagte sie spontan, ja, Rasselstein ist sowieso immer spannend. Damit war ja schon klar, dass ich kommen darf und darüber erzählen darf. Das Unternehmen Rasselstein ist eine ThyssenKrupp-Tochter, sagte ich schon, hat 2.500 Mitarbeitende, also eigentlich viel kleiner als das, was wir da haben, und produziert im Jahr 1,5 Millionen Verpackungsstahl. Hauptsächlich männerdominiert, das heißt vom Selbstbild her auch, ne, Männer, die mit Stahl arbeiten, die sind auch häufig eher an Zahlen, Daten, Fakten orientiert, eher ein bisschen härter drauf, haben eher ein stark körperlich orientiertes Gesundheitsverständnis, und dass man denen jetzt mit so soften Themen kommt, wie kümmert dich, das ist erstmal ihnen einigermaßen fremd. Es gibt bei Rasselstein ganz viele Aktionen und Maßnahmen und Bündel eigentlich von Aktivitäten zum Thema Gesundheit. Nur ganz kurz, weil ich denke, das Ähnliches kennt ihr aus anderen Betrieben, beziehungsweise habt es auch selber, wie ich ja schon in Gesprächen mitbekommen habe. Es gibt zum Beispiel, was jetzt hier noch nicht steht, weil es relativ neu ist, 2 Stunden für meine Gesundheit, eine Maßnahme, wo sämtliche Beschäftigten 2 Stunden lang informiert werden über Bewegung, Ernährung, Sport, so ganz komprimiert. Es gibt auch einen externen Psychologen, an den sich die Beschäftigten wenden können. Es gibt ein großes Fitnessstudio. Es gibt wirklich unzählige Maßnahmen. Das Projekt der gesund erhaltenden Betrieb wurde auch, glaube ich, hier schon vorgestellt, sodass ich das, glaube ich, nicht vertiefen brauche. Ne? Sie war auch, glaube ich, immer jemand von Rasselstein. Ne? Zum Thema Fehlzeitmanagement bei Rasselstein haben wir Folgendes gesagt. Alle Beteiligten sind sich einig, dass das Fehlzeitmanagement nicht als Erbauchkranke, so hieß ja das Buch von McBomble, missverstanden werden darf. Ziel muss es sein, Kranke zu schützen und Missbrauch zu vermeiden. Und da stehen wirklich alle zu. Dass diesen zweiten Satz, den unterstreichen alle, vom Personalleiter zum Betriebsrat, zu jedem Menschen, der da tätig ist. Durch die langjährige offene Thematisierung ist die Anzahl der Mitarbeitenden, die unkollegial mit dem Thema Fehlzeiten umgehen, wirklich auf ein Minimum gesunken. Also das Thema Blaumacher, kann man sagen, ist keins mehr. Das Fehlzeitenmanagement bildet mit dem Projekt Gesund erhaltener Betrieb und dem Eingliederungsmanagement das ganze ganzheitliche Rasselsteiner Gesundheitsmanagement, und es wird durch eine Betriebsvereinbarung verbindlich dokumentiert. Dabei war natürlich der Betriebsrat von Anfang an auch beteiligt, gleichberechtigt, mit im Boot. Der hat bei allem mitbestimmt, war an der Entwicklung auch des Seminars beteiligt, das ich euch vorstellen möchte, und er verwaltet auch den Härtefonds und den Sozialfonds. Ist es allen bekannt, was das ist? Okay, Gott, das ist nicht gut. Ja, wie wirkt man jetzt in Führungskräften das Kümmern gehen? Was haben die gemacht bei Rasselstein oder mir? Ich war als externe Beraterin auch daran beteiligt. Sie haben ein 3-teiliges Seminar konzipiert und mit 300 Führungskräften durchgeführt. Und die Ziele waren, die Führungskräfte sollten sensibilisiert werden für die eigene Gesundheit. Zweitens natürlich für die Verantwortung, die sie für die Gesundheit ihrer Beschäftigten haben. Sie sollten mehr Mut bekommen, ins Gespräch zu gehen, auch mit schwierigen Mitarbeitenden, mit überlastet wirkenden Mitarbeitenden. Letztlich sollte psychische Erkrankung enttabuisiert werden. Und ganz deutlich sollte werden, die Fürsorgepflicht der Führungskraft, die fängt lang an, bevor der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin krank wird. Weit vorher muss ich schon hingucken und mich interessieren.
für den Menschen, der da vor mir steht. Wir hatten eine interdisziplinäre Planungsgruppe, wo eben auch von Anfang an der Betriebsrat dabei war, der Personalleiter war dabei, der Gesundheitsmanager, der Personalentwicklungsleiter, der Werksarzt, hoffe ich habe jetzt keinen vergessen, Fährbehindertenvertretung und ich. Ja. Wir haben dieses Seminar geplant, ein Pilotseminar gemacht, wo ja, die wichtigsten Gruppen vertreten waren, sodass wir einen repräsentativen Eindruck auch bekommen konnten, wie kommt so ein Seminar an. Wichtig war, dass auch das Ambiente wertschätzend war, also dass es besonders gesundes Obst gab, dass es Säfte gab, dass es ja, so Gemüsepfad und sowas gab, was die Führungskräfte nicht unbedingt essen, was nicht so deren alltägliches Essen ist, sage ich jetzt mal. Die stehen mehr so, also nicht alle, aber viele noch mehr so auf Pommes und Ähnliches und plötzlich gab es Reis und Pute. Kam aber auch gut an, konnten sie zumindest für den Tag mitleben. 22 Veranstaltungen, die letzten zwei starten jetzt nächste Woche. Insgesamt werden dann 300 Leute teilgenommen haben. Die Gruppen waren 12 bis 16 Leute groß. Und es ist bei Assestein in der Regel getrennt gewesen, das haben wir vorher lang diskutiert, dass Teamleiter, das sind quasi leitende Führungskräfte bei Assestein, und Schichtführer oder Schichtmeister, dass die an getrennten Gruppen teilgenommen haben. Und ja, wir haben es intensiv diskutiert, im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht würden wir es jetzt noch vielleicht anders machen, aber nun ist es so gelaufen. Wichtig war, es gab immer ein oder zwei Betriebsräte, die teilgenommen haben und die haben sich auch um die Evaluation gekümmert, damit klar war, die wird nicht bemagelt, die Geschäftsführung guckt nicht in die Feedbackbögen, sondern der Betriebsrat hat einen Umschlag bekommen, wo die Bögen anonym reinkamen und die wurden vom Betriebsrat dann gestempelt und im Umschlag und an die RWTH Aachen geschickt. Frau Professor Jessica Lang macht die Evaluation, Institut für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin. Und von der Quelle werden dann auch ungefähr im März 2013 die ersten, da ist erst die letzte Erhebung, also wenn im Frühjahr, die ist meistens recht flott, Frühjahr, Sommer 2013 Ergebnisse kommen. Wir haben schon eine erste Teilauswertung von den Befragungen, die wir bis jetzt schon durchführen konnten. Und die waren wunderbar. Also 63% haben auf der Schulnotenskala von 1 bis 6 gesagt, ja, gut bis sehr gut. Und ganz viele verschiedene Kriterien. Also es ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und der Hintergrund, weshalb so gut angekommen ist, glaube ich, wird deutlich, wenn ich euch die Inhalte vorstelle. Es war nämlich die Vorgabe vom Personalentwicklungsleiter, dass er gesagt hat, und das ist so eine Kernthese, die ich euch auch mit auf den Weg geben möchte. Man kann Führungskräfte nur dann dazu bringen, mit ihren Leuten gesund umzugehen, wenn man sie erstmal dazu bringt, mit sich selber gesund umzugehen. Das klingt ja so simpel und es ist so banal eigentlich. Aber das sollte signalisiert werden, damit die Führungskräfte entsprechend offen sein würden, so war der Hintergedanke, für eine Veränderung ihres Führungsverhaltens auch. Und deshalb hat der Personalentwicklungsleiter gesagt, wir machen zwei Tage, wo es um die Gesundheit der Führungskraft gehen soll. Und dann machen wir 3 Monate Pause und dann machen wir einen Tag, wo es darum geht, wie Führungskräfte eigentlich mit ihren Mitarbeitenden umgehen sollen. Genauso haben wir es auch gemacht. Dieser erste Tag, gestaltet durch den Werksarzt und den Gesundheitsmanager, stand so unter der Überschrift, was ist Gesundheit, wie fit fühlen Sie sich eigentlich, was macht der Stress mit Ihnen, wie halten Sie es mit Bewegung, Ernährung und so weiter. Und als kleine Motivationshilfe gab es am Ende des Abends einen Schrittzähler. Am nächsten Morgen ging es weiter mit psychologischen Aspekten zum Thema Selfcare, das war dann mein Part. Da ging es um persönliche Stressbewältigung und dann aber auch so Themen, die ich auch vor 5 Jahren euch schon vorgestellt habe, weil ich glaube, die sind für alle wichtig. Wie kann man denn abschalten nach Feierabend bzw. nach Schichtende? Als Assistent arbeitet im Vollkontischichtsystem, die Männer haben 2 früh, 2 spät, 2 nacht, 4 frei. Wie kann ich denn, wenn mein Feierabend anfängt, dafür sorgen, dass ich gut schlafe oder Schichtarbeit? Das ist sowieso nicht so einfach. Ganz wichtig fand ich noch diesen Punkt. Abgrenzung gegen so hohe Leistungsanforderungen heißt auf Deutsch Nein sagen. Wir haben vorhin gehört, dass der Trend eher dahin geht, wie hat das genannt, dass wir Arbeitskraftunternehmer werden, genau. Und dass es auch viele Gefahren birgt, genau. Und das heißt auch für viele, und dem sind viele auch gar nicht gewachsen von ihrer Ausbildung her, dass ich auch die Traut haben muss, Nein zu sagen, wenn es mir zu viel wird. Viele haben immer noch im Kopf, nur mein Meister wird das doch mitkriegen, wenn es mir zu viel wird. Also haben so die Verantwortung eigentlich für den Schutz vor Überforderung in die Hände
ihrer Führungskraft gelegt. Und hier muss man dann sagen, den Moment, guck mal, der Mensch braucht doch dein Feedback. Wenn der von dir nicht hört, du kannst nicht mehr. Wie soll der das denn wissen, dass er jetzt mal sich was anderes einfallen lassen muss? Das war auch zu meinem Verständnis wirklich für viele, gerade von den unteren Führungsebenen, quasi ein Fremdwort. Das darf man überhaupt Nein sagen. Und für mich ist eines der schönsten Resultate, dass wir inzwischen durch, über den Werkstatt auch und über den Gesundheitsmanager schon gehört haben, die Zahl der Leute, die sich getraut haben, Nein zu sagen, die ist seit dem Start des Seminars schon deutlich gewachsen. Eine Care-Card als motivierendes Präsent, gebe ich euch ja auch gleich zum Schluss. Und da gab es 3 Monate Pause. Und dann stand eben dieser dritte Tag unter der Überschrift, was können Sie denn tun als Führungskräfte für die Gesundheit Ihrer Leute? Nochmal kurz abholen, was tun Sie schon und was tun Sie schon für sich und was tun Sie schon für Ihre Mitarbeitenden, was heißt Konsequenz beim Führen, was ist gesunde Führung und was können Sie da tun? Ja, soll ja an der Stelle reichen. Zum Abschluss gab es natürlich eine CD mit allen Folien. Nach meiner Erfahrung war das Resultat bis jetzt eben sehr befriedigend, gerade diese qualitativen Rückmeldungen, die wir bis jetzt bekommen haben, dass die Leute sagen, sie sind rückengestärkt daraus gegangen. Also sie haben sich selber einmal bestätigt gefühlt auch und natürlich nicht alle, ne? Wir haben auch immer noch welche, die der Meinung sind, ne, Gesundheit ist Privatsache, was soll er denn, ne? Und alle Leute rauchen weiter und ähnliches. Die gibt es auch noch immer. Aber die Zahl derer, die anders denken, glaube ich, und das kriege ich auch so gespiegelt von den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, ich kenne ja inzwischen ganz viele, ist auch deutlich gestiegen, die Zahl derer, die ein bisschen anders drüber denken. Ja, wie könnt ihr eure Führungskräfte vielleicht ähnlich mitnehmen aus so einem Umholungsprozess, so einem Haltungsveränderungsprozess? Dazu ist mir als erstes ganz wichtig zu sagen, Sensibilisierung geht nur ohne Pranger. Wir hatten jetzt schon mehrfach, dass jemand gesagt hat, einer hat gestern gesagt, bei dem Wort Führung war plötzlich alles besser. Hat der eine Kollege, der das vorgestellt hat, aus dem Schichtmodell, ne? Genau, aber der sagt, er ist weg, der kriegt keine Karte. Doch, der hat eine Karte. Und vorhin hat dann der Mensch, der neben dir gesessen hat, ja gefragt, gibt es denn nicht einen Fragebogen, mit dem man der Geschäftsleitung mal zeigen kann, hier, Sie führen schlecht. Da könnte ich intensiv fragen. Wenn ihr jetzt hingeht, und das hat es wirklich schon gegeben, ich kenne so einen Betrieb, da hat der Betriebsleiter, war ein Personalrat, hat dann gesagt, Sie hören ja nicht auf uns, ne? Sie wollen ja keine Mitarbeiter befragen. Dann ist er selber hingegangen, hat eine total unwissenschaftliche Befragung gemacht, die keinen Kriterien standgehalten hat, ist damit zur Unfallkasse gegangen, hat sich da auch nochmal beteiligen lassen, mies, 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 ist damit dann ja, zum Vorstand und hat gesagt, hier, die BG, also die Unfallkasse hat es bescheinigt, ne? Die Mitarbeiter haben es bescheinigt und die haben jetzt nochmal ein paar wichtige Zitate von Leuten aus dem Betrieb, alle bescheinigen ihnen, sie machen einen schlechten Job. Ja, wie fühlt er sich? Der Vorstand sagt doch nicht, oh Mist, dann werde ich jetzt mal mit Wertschätzung führen. Nee, der fühlt sich doch angegriffen, der geht doch zurück, der verteidigt sich doch, der schlägt aggressiv zurück. Der hat doch das gleiche Bedürfnis nach Streicheleinheit wie jeder andere auch. Und dann erst, wenn er gestreichelt worden ist, dann ist er offen zu hören, ah ja, richtig, das können wir noch ein bisschen besser machen, da haben Sie recht. Und deshalb, bitte ohne Pranger, weil sonst erntet man nur so Reaktionen wie, ich führe doch gesund, ich mache das schon und so weiter. Oder auch meine Leute wollen gar nicht, dass ich mich kümmere. Jedenfalls machen Führungskräfte dicht. Das wollen wir nicht. Stattdessen, das heißt ja schön, wir hatten heute auch schon so ein Plädoyer, die Führungskraft beim eigenen Erleben packen. Die arme Senkel-Führungskraft in der Mitte, ich weiß nicht, die Folie kennst du schon, aber alle anderen sind neu. Ja? Die kriegt Druck von oben, die kriegt Druck von unten, die hat doch selber Schlafstörungen, Abschaltprobleme, Tinnitus, die Kinder lang nicht mehr gesehen, Sodbrennen und so weiter. Und wenn man sich da abholt, wenn man sagt, wir sehen das, auch wir als Betriebsräte sehen das, wir als Führungskräfte haben es auch nicht leicht. Dann ist nach meiner Erfahrung, und ich mache jetzt den Job seit ungefähr 12 Jahren so, dass die dann auch offen sind für die Erkenntnis, ah ja, richtig, ich bin belastet, meine Leute sind belastet, okay, dann tun wir was. Tue ich mal was für mich, tue ich mal was für meine Leute. Aber es geht wirklich nur über diesen Umweg. Direkt anzufangen mit einer Veranstaltung, so führt man gesund, sorgt nur dafür, dass die Führungskräfte denken. Ich doch nicht, was soll ich denn hier? Deshalb sagte ich auch schon so im Gespräch natürlich, ich persönlich bin auch kein Fan von Pflichtseminaren. Eher freiwillig. Wenn die merken, kriegen wir auch was für sich mit, dann spricht sich das auch rum. Was ich sehr empfehlen möchte, ist, haben wir auch gerade zum Beispiel zugehört, eine Betriebsvereinbarung zu Willkommensgesprächen. Bei euch oder bei Ihnen ist das Begrüßungsgespräche. Das Wichtige daran ist eben, dass es
ist das, was ihr vielleicht auch auf der kleinen Karte lesen könnt, die ich euch verteile. Das Wichtige ist, jede Führungskraft mit jedem ihrer direkten Mitarbeitenden nach jeder Abwesenheit, auch nach dem Urlaub, auch nach der Fortbildung. Schön, dass du wieder da bist, das und das ist in der Zwischenzeit passiert. Wenn er krank war, dann frage ich auch nach arbeitsbedingten Ursachen und dann frage ich auch, ob Schonung nötig ist. Das Ziel, Interesse zeigen, arbeitsbedingte Ursachen erkennen und Integration erleichtern. Eine Erfahrung bei Rassenspendern, nämlich solange man dieses Gespräch nur nach einer Erkrankung führen sollte, wurde das nicht geführt. Oder es wurde nur mit dem Blaumacher Verdachtskandidaten geführt. Oder es wurde nur mit den Lieblingen geführt, wo die Führungskraft dachte, mit dem kann ich ja fragen, der wird das schon nicht im falschen Hals kriegen. Ja? Also es wurde nicht so geführt, wirklich jede Führungskraft mit jedem Mitarbeiter, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Medien einsetzen, die unbedrohlich wirken. Also Mini-Werbeblock, aber es ist alles kostenlos, deshalb mache ich es im Wasser ganz kurz. Aber es kostet ja nichts. Ne? Es gibt kostenlose Videos von mir, zu dem Heft auf was rund geht und zu anderen Sachen auf www.ducare.tv. Ich habe so ein paar Postkarten dazu mitgebracht. Nicht genug für alle, aber wegen deinen Karten gleich habe ich genug für alle, ganz versprochen. Die sind halt unbedrohlich. Da fühlt sich die Führungskraft nicht am Pranger, sondern denkt sich, na, mal gucken, was die Psychotusse zu dem Thema zu sagen hat. Also, dass sie eher neugierig ist und so ein bisschen blumen möchte, als dass sie von vornherein dicht macht oder will mir einer irgendwie lehrhaft was erzählen, obwohl ich doch selber schon Profi-Führungskraft bin. Das finde ich ist eine ganz wichtige Aufgabe für euch als Betriebsräte, deutlich zu machen, gesunder ist mehr, da gehört auch die Psyche zu. Und da solltet ihr auch selber anfangen und sagen, ich weiß, das ist jetzt hier eine harte Woche, ich finde das Wochenende habe ich mir verdient. Und wenn ich am Wochenende zurückkomme, dann kann ich auch erzählen, wie das schön war, mit der Familie wandern zu gehen, dass ich auch zeige. Ich fühle mich hier wohl am Arbeitsplatz, ich bin mit euch allen, ihr seid hierübergreifend, auch im Gespräch sein. Ich teile auch was Persönliches, was nicht zu intim ist. Und mir ist es auch wichtig, mich hier wohl zu fühlen. Das heißt auch, dass ihr bitte auch zu Hause bleibt, wenn ihr krank seid. Dass ihr nicht noch dieses Phänomen des Präsentismus eurerseits befördert. Dieses Konstrukt der interessierten Selbstgefährdung ist bestimmt manchen von euch schon ein Begriff, habt ihr schon gehört, ne? Dass man vor lauter Freude an der Arbeit seine eigene Gesundheit ruiniert. Und ich glaube, dass bei besonders engagierten Betriebs- und Personalräten auch so ein Hang zur interessierten Selbstgefährdung gar nicht so selten ist. Die ackern rund um die Uhr, sind immer erreichbar. Stopp! Ihr dürft euch auch abgrenzen. Dieses Nein sagen als neue Schlüsselkompetenz, was im nächsten Jahr noch weiter zwingen wird, das gilt für euch ganz, ganz genau. Zusammengefasst für die Westentasche habe ich euch einmal diesen gesunden Führungsbaum mitgebracht. Den gab es in ähnlicher Weise in Rot schon vor 5 Jahren, aber manche Leute sind ja auch neu. Ne? Und auf der Rückseite, also auf meiner Website, findet ihr auch einen Fragebogen, wo ihr gucken könnt, inwieweit ihr bzw. eure Führungskräfte diese 6 Dimensionen schon leben. Und auf der Rückseite findet ihr eben diese kleine Übersicht zum Thema Willkommensgespräch. Ich habe genau 100 Stück mitgebracht. Und wenn das stimmt, was ich gehört habe, sind wir ungefähr 100 Leute. Das heißt, wenn sich wirklich jeder nur eine nimmt, ja, dann wird es hinten. Ja, ich weiß, das ist immer ein ganz, ganz großer Schritt. Ich komme gleich zu euch. Das war's. Von meiner Seite finde ich es sehr, dass also kriegen die hinten nichts. Deshalb kann ich mal gerne hinten. Aber die freuen sich auch, wenn ich bei euch anfange. Das freut mich total, dass ihr gerade dazu nicht guckt. Ich weiß, ich gerade auch mal kurz habe, mein Info-Briefchen, den Marianne schon erwähnt hat. Und meine Podcasts, jede Woche gibt es was Neues. Und ich freue mich einfach, wenn ich irgendwie mit euch in Kontakt bleibe. Ich sage ganz herzlichen Dank und viel Spaß bei euch. Ja, herzlichen Dank. Gibt es denn noch Fragen?